Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie sich angemeldet haben und nochmal einen kleinen Überblick bekommen möchten über die gesamten Tools, die wir anbieten im DokuPerformer. Und mein Ziel ist es, Ihnen heute wirklich aus der Vogelperspektive heraus quasi einen Überblick zu verschaffen über Tools und Funktionen, die Sie mit dem DokuPerformer durchführen können und vor allem Ihnen auch die Bereiche zu zeigen, in denen er Sie unterstützt. Genau, und dafür möchte ich gar nicht zu viel sagen am Anfang, deswegen steigen wir auch direkt schon ein in die Präsentation. Zunächst einmal, mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite als Product Owner bei Bluetelligence und ich werde Sie heute durch die Präsentation führen. Kommen wir nun zu dem thematischen Inhalt des heutigen Webinars. Zunächst einmal möchte ich nochmal eine ganz kleine Vorstellung von Bluetelligence Ihnen geben. Dann kommen wir auch schon zu dem Überblick und zu den Komponenten, die wir unterstützen. Da möchte ich Ihnen die einzelnen Tools, die wir anbieten, auch nochmal präsentieren im Detail, nämlich die Dokumentation, die Analyse, die Migration und Translations. Das ist heute Thema. Und dann gibt es nochmal einen kleinen Überblick und nochmal ein bisschen was zu unserem Service. Und zu guter Letzt kommt dann noch ein kleiner Nachtrag mit ein paar vielleicht für Sie wichtigen Informationen. Gut, legen wir mal erstmal los mit dem Überblick und ich starte mal mit dieser Folie. Das ist quasi die Geschichte des DokuPerformers, wie alles begann und wie so oft gab es anfangs ein Problem, das es zu lösen galt. Und das Problem war 2003 folgendes, dass unser Geschäftsführer und der Gründer Thorsten Schmidt als SAP-BW-Berater gearbeitet hat und Queries dokumentieren musste. Und da die SAP keine Standard-Tools anbietet diesbezüglich, musste er all diese Dokumentation manuell erstellen, per Screenshots. Und er hat sich dann einfach gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, diese Routineaufgaben und diese sich wiederholenden Tätigkeiten irgendwie zu automatisieren. Und daraufhin hat er erstmals ein kleines Programm geschrieben, mit dem es möglich war, Queries automatisiert zu dokumentieren. 2008 gründete er dann Bluetelligence und der DokuPerformer wurde immer durchgehend erweitert. Es kam das Modul Kommentierung hinzu, das heißt, es war möglich, fachliches Wissen und weiteres Wissen an bestimmte Objekte zu hängen. Anschließend 2012 kam die Analyse hinzu, zahlreiche Analysefunktionen, auf die ich auch noch zu sprechen komme. 2013 kam Migration hinzu und Migration wurde 2014 auch nochmal ausgebaut, sodass es möglich war, Objekte zu importieren in DokuPerformer und auch wieder zurückzuschreiben in das SAP-System. Die Komponente SAP BO kam hinzu, HANA 2017, also die HANA-nativen Objekte. 2018 kamen dann Translations hinzu und in diesem Jahr kam vor allem das Automation Tool, wo das Automation Tool nochmal verbessert, sodass Dokumentationen automatisiert erstellt werden können. Auf all diese Komponenten und Funktionen möchte ich jetzt in diesem Webinar nochmal genau eingehen. Zunächst einmal nochmal für Sie, gerade für Interessenten, die vielleicht noch nicht den DokuPerformer nutzen, auch nochmal ein kleiner Überblick über unsere Kunden. Etwa 50% der DAX-Unternehmen verwenden den DokuPerformer aus den verschiedensten Bereichen, wie man hier auch sehen kann. Genau, jetzt nochmal ganz kurz zu den Komponenten. Das habe ich schon vorhin kurz angesprochen. Hier sehen Sie nochmal im Detail, welche Objekttypen wir auch unterstützen. Bei BW unterstützen wir seit dem vergangenen Jahr auch BW vor HANA. Bei BO seit dem letzten Jahr auch Lumira Reports, wie man rechts sehen kann. Auch die HANA-native Komponente erweitern wir sukzessive und Jahr für Jahr. In diesem Jahr sind die Catalog Entities hinzugekommen, die man dokumentieren kann, die man auch analysieren kann. Und BPC unterstützen wir auch jetzt schon seit einiger Zeit. Hier seit diesem Jahr auch BPC 11.0 Standard. Genau, das zu den Komponenten. Und jetzt würde ich Ihnen gerne noch mal ein bisschen was zur Architektur selbst beschreiben, wie der DokuPerformer überhaupt funktioniert. Zunächst einmal, der DokuPerformer ist ein Windows-Client-Programm. Er kann entweder lokal ausgeführt werden oder auf irgendeinem Terminal-Server oder einer virtuellen Umgebung installiert und dann zentral zur Verfügung gestellt werden. Wie das alles funktioniert, sehen wir dann hier. Wir haben links beispielsweise Ihre SAP-Systeme, BW, BO und HANA. In der Mitte sehen wir den DokuPerformer und zunächst einmal schreiben wir die Kopfdaten Ihrer Objekte in unsere DokuPerformer-Datenbank. Diese Datenbank kann entweder lokal in Form einer SQLite-Datenbank bei Ihnen liegen auf dem Rechner oder diese Datenbank kann auch auf einem SQL-Server oder auf einem Oracle-Server liegen. Und diese Informationen, wie schon gesagt, die Kopfdaten schreiben wir genau in diese Datenbank. Das heißt, wir haben bestimmte Informationen, die wir benötigen, um anschließend, wenn wir Funktionen durchführen möchten,
beispielsweise dann auf ihre Datenbank zuzugreifen, die relevanten Tabellen anzusprechen und zu selektieren nach den jeweiligen Kopfdaten, die wir in unserer DokuPerformer-Datenbank lagern. Und anschließend können wir das alles ausgeben in Form einer Dokumentation oder eines Analyseergebnisses. Zudem speichern wir in unserer DokuPerformer-Datenbank auch beispielsweise ihre Lizenz oder Einstellung, Userinformation, auch Kommentare und eben diese Objektliste, von der ich geredet habe, quasi die Bekanntmachung des DokuPerformers mit ihren SAP-Objekten und diese Schlüssel, die wir benötigen, um ihre SAP-Systeme dann anschließend mit den Remote Function Calls bei BW anzusprechen und die Informationen zu bekommen und bei BO mit der RESTful-Schnittstelle. Genau das zur Architektur. Kommen wir nun zum ersten Thema, nämlich Dokumentation. Das war, wie Sie auch gesehen haben, in der Abbildung, in der Geschichte des DokuPerformers, war das quasi die erste Funktionalität, die der DokuPerformer angeboten hat. Und schauen wir uns mal erstmal an, was es überhaupt für Gründe gibt, um zu dokumentieren. Das heißt, die Gründe können sein, dass man bestimmte Anforderungen erfüllen muss, sei es interne Anforderungen oder vielleicht auch externe Anforderungen. Oder man möchte bestimmte Änderungen transparent machen und auch verständlich für andere, die vielleicht jetzt nicht beteiligt waren bei diesen Change Requests. Eventuell möchte man Know-how sichern. Gerade wenn man mit externen Beratern arbeitet, kann das ja ein sehr wichtiger Punkt sein. Weil wenn sie dann das Unternehmen verlassen, möchte man nicht, dass das Know-how auch mit weg ist. Ansonsten möchte man vielleicht das Business informieren. Das sind so Punkte, die es gibt, warum man dokumentieren möchte. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Schwierigkeiten. Also hier sehen wir mal ein paar dieser Schwierigkeiten. Wie schon vorab erwähnt, gibt es keine richtigen SAP-Standard-Tools, die Ihnen Dokumentation liefern, die dem Standard entsprechen, um die linken Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn man sich doch entschließt, es durchzuführen, ist es sehr zeitaufwendig. Das führt dazu, dass die Kosten steigen und das Ergebnis ist auch nicht befriedigend, denn die Vergleichbarkeit ist oft nicht gegeben. Das heißt, wenn jeder eine Dokumentation erstellt nach seinem Stil, dann sind sie oft nicht vergleichbar und gleichzeitig arbeitet man oft mit Screenshots, einfach nur um Abkürzungen zu gehen. Und das führt dazu, dass diese Screenshots natürlich nicht durchsuchbar sind. Genau, das sind so die ersten theoretischen Punkte zur Dokumentation und ich möchte Ihnen am liebsten jetzt im DokuPerformer selbst zeigen, inwiefern Sie Dokumentation erstellen können. Dafür öffne ich jetzt erstmals den DokuPerformer und hier bin ich jetzt in der BW-Komponente. Es sei noch gesagt, all das, was ich vorhin beschrieben habe, gilt auch, beziehungsweise all das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist auch möglich für die HANA-Komponente sowie auch für die BO-Komponente. Beginnen möchte ich mit der Kommentierung. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite die Objekttypen, die wir unterstützen und können durch einen Linksklick hier auf beispielsweise Queries die Objekte sehen, die der DokuPerformer synchronisiert hat. Das sind diese Kopfdaten, von denen ich vorab gesprochen habe, die wir in unserer DokuPerformer-Datenbank abspeichern. Ich kann hier auch schon direkt relativ gut mir einen Überblick verschaffen durch die Filtermöglichkeiten, die sich anbieten und kann beispielsweise nach bestimmten Queries suchen, die in einem bestimmten Namensraum liegen, zum Beispiel mit diesem Präfix. Anschließend sehe ich, dass diese Query bereits kommentiert wurde an dieser kleinen Sprechblase rechts. Über einen Rechtsklick kann ich diesen Kommentar mir anzeigen lassen. Und Idee hinter diesem Kommentar ist, dass die technischen Details oftmals nicht ausreichend sind, um komplexe Entwicklungen zu verstehen. Und Wissen auch oftmals eher in den Köpfen steckt von den Mitarbeitern und von den Entwicklern oder den Key-Usern. Und dann ist halt natürlich die Gefahr, dass dieses implizites Wissen verloren geht und wichtige Informationen verloren gehen. Und der DokuPerformer bietet Ihnen hier die Möglichkeit, weitere Informationen, seien es fachliche Informationen oder technische Informationen, abzulegen an dem Objekt selbst, wie Sie hier sehen können. Das heißt, diese Query hat diesen Kommentar. Und ich kann diesen Kommentar relativ einfach bearbeiten, indem ich hier draufklicke und dann einfach Text hinzufüge oder formatiere. Die Formatierungsmöglichkeiten sind ähnlich wie bei anderen Texttools wie Word und Sie können hier Bilder hinzufügen, Sie können Links hinzufügen und so weiter. Das Schöne an diesen Kommentaren ist, dass Sie diese Informationen einbauen können in Ihre technische Dokumentation. Wie ich vorab schon erwähnt habe, ist es ja möglich, automatisiert Dokumentation zu erstellen. Und das machen Sie über einen Rechtsklick. Suchen dann das Format aus, das heißt, Sie können eine Word-Dokumentation erstellen, PDF, HTML oder Excel. Ich bleibe jetzt erstmal bei Word, drücke dann hier drauf
Und dann führt der Doku-Performer schon die Dokumentation aus. Er erstellt sie jetzt. Ich kann vorab auch angeben, wie diese Dokumentation heißen soll, in welchem Ordner sie abgelegt werden soll, wie sie strukturiert werden soll, ob es eher nach dem zeitlichen Aspekt strukturiert werden soll, sprich das Datum an dem jeweiligen Ordner auch stehen soll, oder ob es eher nach Objekttypen strukturiert werden soll. Das heißt, ich habe einen Ordner mit Query, Multiprovider, InfoCubes etc. Die Dokumentation wurde jetzt fertig erstellt und wir schauen uns die einfach mal an. Und dann sehen wir zunächst einmal, dass wir ein Inhaltsverzeichnis haben. Das heißt, dieses Inhaltsverzeichnis wird immer automatisiert generiert und schafft auch schon mal einen schönen Überblick über den Inhalt des Dokuments. Anschließend sehen wir den Kommentar. Das ist also wirklich jetzt der Kommentar, den ich Ihnen vorab gezeigt habe, der an der Query liegt. Der ist jetzt mit hier drin. Wichtig noch ist noch zu sagen, dass dieser Kommentar auch mehrsprachig gepflegt werden kann. Das heißt, Sie können an dem Kommentar die Sprache einstellen und können später auch auswählen, welche Sprache jetzt ausgegeben werden soll. Und dann beginnt jetzt hier zunächst einmal die Query-Dokumentation selbst. Das heißt, zunächst einmal die Properties, die allgemeinen Properties. Und dann kommen wir auch schon wirklich zu dem detaillierteren Teil. Das heißt, wir sehen hier, haben hier Informationen zu Variablen. Sehen auch, dass sogar Customer-Exit-Variablen ausgegeben werden können. Wir sehen die berechneten Kennzahlen, die eingeschränkten Kennzahlen und so weiter. Das heißt, es ist wirklich eine sehr umfangreiche Dokumentation, die wir jetzt innerhalb von 20 Sekunden uns erstellt haben. Und diese Dokumentation liefert auch schon mal den ersten guten Überblick. Aber in der Theorie ist es ja häufig so, dass Projekte eher bestehen aus verschiedenen Objekten, die in irgendeiner Beziehung stehen. Das heißt, wir haben vielleicht ganz oben den HANA Composite Provider, dann haben wir die Part Provider mit ADSOs beispielsweise. Darüber liegen Queries und darüber liegen dann noch irgendwelche Reports und so weiter. Und das heißt, dass es selten so ist, dass man einfach nur eine Dokumentation benötigt von einem Objekttypen, sondern eher das alles gebündelt bräuchte in einem Dokument. Und genau das liefert auch der Doku-Performer. Das heißt, die können sogenannte Szenarien erstellen. Diese Szenarien bestehen aus den technischen Dokumentationen der jeweiligen Objekte, das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die Dokumentation der Query, dann die Kommentare, das habe ich Ihnen auch vorhin gezeigt, was ganz oben war. Das heißt, das, was Sie hinzugefügt haben, an dem jeweiligen Objekt an Informationen und gleichzeitig können Sie auch noch Ihre existierenden Word-Dokumentationen hinzufügen. Das heißt, das ist der Bestandteil solch eines Szenario und erstellt werden kann nach einem Baukastenprinzip, nach dem Baukastenprinzip. Das heißt, Sie können BW, BO und HANA-Objekte in dieses Szenario integrieren, können Textkomponenten einbauen. Diese Textkomponenten können auch nochmal kommentiert werden. Wie gesagt, können Sie Word-Dokumente einbauen, Sie können Bilder einbauen. Es ist auch möglich, sogenannte Third-Party-Objects einzubauen. Diese müssen Sie vorab erstellen im Doku-Performer und dann können Sie diese auch noch einpflegen in Ihr Szenario und Sie können das Ganze auch nochmal strukturieren mit Listen und Page-Breaks. Und wenn Sie damit durch sind, haben Sie solch ein Dokument, das ist jetzt ein Inhaltsverzeichnis, das heißt, wir haben beispielsweise jetzt das Datenmodell dieses Multiproviders und alle darunter liegenden Part-Provider und Info-Provider samt der Transformation und Data-Sources einem Szenario zugewiesen und dieses anschließend exportiert und das kam dann hier raus. Genau, schauen wir uns mal ganz kurz, bevor wir hier zu dem zielgruppenspezifischen Thema kommen, schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das funktioniert im Doku-Performer. Hier veröffentliche ich ihn wieder. Die Szenarien finden Sie hier bei Commenting Szenarios. Und anschließend können Sie ein Szenario relativ einfach anlegen, indem Sie beispielsweise einfach hier auf Create Szenario klicken. Das alles kann entweder ein blankes Szenario sein oder es kann basieren auf bestimmten Templates, die Sie vorab definieren. Und ich habe jetzt beispielsweise mir hier vorab eins angelegt, also ein Szenario. Ich möchte mir einen Kennzahlenkatalog erstellen. Das heißt, alle Kennzahlen dieses HANA Composite Providers. Das kann ich relativ schnell machen, indem ich hier auf Entities gehe, anschließend auf die Relations. Ich wähle mir hier die berechneten und eingeschränkten Kennzahlen aus, gebe dann anschließend diesen HANA Composite Provider ein. Das ist der hier. Klicke drauf. Und anschließend werden mir alle relevanten, berechneten und eingeschränkten, also wiederverwendbaren Kennzahlen hier angezeigt, die relevant sind für meinen Kennzahlenkatalog. Ich kann durch einen einfachen Rechtsklick eine Zuordnung durchführen zu dem jeweiligen Szenario. Wähle es dann hier aus. Das ist er. Drücke auf Assign. Und jetzt werden die Objekte diesem Szenario zugewiesen. Ich muss hier nochmal neu starten.
Und wir sehen jetzt, wenn ich hier schon aktualisiere, dass die Objekte hinzugewiesen wurden, kann das nochmal Ihnen zeigen, wie das im Local Performer selbst aussieht. Das heißt, hier sehen wir dann, die Objekte wurden direkt dem jeweiligen Kapitel zugewiesen, aufgrund von bestimmten Regeln, die man definieren kann. Und wenn ich dann hier auf Export klicke, habe ich die Möglichkeit, mir das nochmal alles zu exportieren. Und das würde dann beispielsweise so aussehen. Das ist jetzt schon eine etwas andere Version. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes Word-Template zu verwenden. Hier haben wir ein Inhaltsverzeichnis, Kommentare, Bilder, die wir hinzugefügt haben und nochmal Listen, von denen ich vorab gesprochen habe. Wir sehen, dass auch automatisiert während des Exports ein grafischer Datenfluss von dem HANA Composite Provider generiert werden kann. Das ist jetzt kein Bild, das ich hinzugefügt habe, sondern es wird vom DokuPerformer automatisiert generiert. Wir sehen dann beispielsweise dann hier die Key Figures, die ich hinzugefügt habe. Und das Schöne ist, dass man auch einstellen kann, dass diese komplett aufgeschlüsselt werden soll, die Formel, wie wir hier sehen. Genau, das wäre so solch ein Kennzahlenkatalog, das habe ich Ihnen jetzt sehr schnell gezeigt. Aber falls Sie weitere Informationen diesbezüglich brauchen, wir haben zu diesem Thema auch schon ein Webinar durchgeführt. Wir haben auch Tutorials auf unserem YouTube-Kanal. Falls Sie da weitere Informationen brauchen, können Sie da einfach mal vorbeischauen, um sich da noch ein bisschen schlau zu machen. Ich springe zurück in die Präsentation, denn ein wichtiger Punkt ist der, wenn Sie solch ein Szenario erstellen, also wenn Sie wirklich beispielsweise ein Projekt starten und schon in der Entwicklungsphase damit beginnen, Objekte dem Szenario zuzuweisen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, beispielsweise die Export Source auszuwählen, die Exportquelle. Das heißt, Sie können wirklich Objekte aus dem Entwicklungssystem dem Szenario zuweisen und können anschließend beim Export, wenn Sie fertig sind mit dem Projekt, sagen, ich möchte jetzt aber, dass die Objekte des Produktivsystems berücksichtigt werden für den Export. Das alles ist möglich und spricht deswegen auch dafür, dass Sie schon sehr früh beginnen mit diesem Szenarioaufbau. Und anschließend können Sie auch weitere zielgruppenspezifische Einstellungen wählen, wie beispielsweise die Sprache oder was für eine Settings-Variante Sie wählen möchten. Das heißt, möchten Sie wirklich einen hohen Detailgrad haben, weil es zum Beispiel die IT benötigt, oder soll der Fachbereich die Dokumentation konsumieren und da ist vielleicht ein etwas geringerer Detailgrad vonnöten. Und all das können Sie aussteuern. Wie gesagt, Sie finden weitere Informationen diesbezüglich in unseren Webinaren. Zudem möchte ich Ihnen noch mal zeigen, wie Sie einen automatisierten Export durchführen können. Sie können die erstellten Szenarien auswählen im DokuPerformer, können anschließend auch diese besagten zielgruppenspezifischen Einstellungen wählen und im sogenannten Automation Tool können Sie anschließend den Tag auswählen, wann ein Export durchgeführt werden soll und wo das Dokument abgelegt werden soll. Und anschließend wird solch ein Dokument abgelegt in dem jeweiligen Ordner und Ihre Kollegen haben Zugriff auf aktuelle Dokumente, beispielsweise auf einen aktuellen Kennzahlenkatalog. Genau, das zum Automation Tool. Wir machen weiter mit dieser kleinen Folie hier nochmal ganz kurz. Sie müssen sich überlegen, welche Informationen sind es wert, dokumentiert zu werden, können anschließend verschiedene Kommentar-Templates erstellen, können die Objekte kommentieren, können Szenarien anlegen, die zielgruppenspezifischen Einstellungen wählen und durch das Automation Tool können Sie dann beispielsweise die Szenarien auf ein SharePoint laden. Die Vorteile nochmal hier als Überblick. Sie können automatisiert Dokumentationen erstellen. Sie können Ihre Kollegen von Routineaufgaben entlasten, sprich diese Erstellung von Dokumentationen. Wie Sie gesehen haben, ist es auch möglich, sie zielgruppenspezifisch zu exportieren. Es wird einfach auch ein Standard geschafft, dadurch, dass, wie Sie gesehen haben, wirklich sehr strukturierte Dokumente erstellt werden, die auch dazu führen, dass die Transparenz gewährleistet wird und gesteigert wird. Und man beispielsweise Projektdokumentation oder solche Keyfigure-Catalogs erstellen kann. Kommen wir zum nächsten Bereich, nämlich der Analyse. Mit dem Analyse-Tool, das unterstützt Sie vor allem bei Projekten, bei Change Requests oder bei bestimmten Wartungsarbeiten. Es ist eine Sammlung von Funktionen, die mit einem Klick sehr viele hilfreiche Erkenntnisse Ihnen schaffen sollen. Und auch hier wieder bestimmte Routineanalysen, die Sie normalerweise manuell durchführen in SAP, dass Sie diese zeitkritischen Analysen einfach jetzt automatisiert mit Hilfe des DokuPerformers und des Analysis-Tools durchführen können. Viele dieser Funktionen basieren auf Feature-Requests unserer Kunden. Das heißt, im Laufe der letzten Jahre hatten viele unserer Kunden sehr viele kluge und praxisnahe Ideen, wie man bestimmte Routineaufgaben automatisieren kann und wie der DokuPerformer sie auch dabei unterstützt. Und daraufhin ist wirklich eine Vielzahl an sehr hilfreichen Funktionen entstanden.
Wir kommen zum ersten Punkt, einen Überblick verschaffen. Ein Überblick über sein System haben ist natürlich immer extrem hilfreich. Und hier bieten wir die Möglichkeit, Verständnis zu schaffen mit Data Flows, mit grafischen Data Flows. Und wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Zusammenhänge und die Wechselwirkung zu verstehen zwischen Ihren Objekten, beispielsweise ob irgendein Objekt als Lookup verwendet wird oder mit Verwendungsnachweisen. Oder wenn man beispielsweise auch die verschiedenen Welten sich nochmal anschauen möchte, wenn man die verschiedenen Technologien auf einen Blick sehen möchte, zum Beispiel welche BO-Berichte basieren auf bestimmten BW-Objekten oder welche Queries beispielsweise werden in bestimmten Lumira-Berichten als Data Source verwendet. Und dafür haben wir zahlreiche Funktionen, um diese Erkenntnisse wirklich sehr schnell zu generieren. Wir bieten zum Beispiel an, dass der Aufbau angezeigt werden kann von bestimmten BW, BO und HANA-Objekten. Das kann einfach ausgeführt werden über einen Rechtsklick an dem jeweiligen Objekt. Und Sie bekommen wirklich einen sehr schnellen Überblick über den Aufbau und über die Struktur. Sie können die Objekte auch systemübergreifend miteinander vergleichen, zum Beispiel ein Objekt im Entwicklungs- und Produktivsystem vergleichen und anschließend mit Hilfe von bestimmten Funktionen direkt die Unterschiede hervorheben, sodass die Unterschiede sehr schnell auch festgestellt werden können. Das sieht in BW wie folgt aus. Wir sehen hier eine Query beispielsweise, wir sehen den Aufbau. Es ist aber auch möglich, beispielsweise einen Lumira-Bericht, den Aufbau eines Lumira-Berichts sich anzeigen zu lassen. Oder hier ein Calculation View. Das alles ist möglich für sehr viele Objekttypen. Und auch hier nochmal der Hinweis, in unserem User Manual bekommen Sie diesbezüglich noch weitere Informationen, vor allem welche Objekttypen wir genau unterstützen in den verschiedenen Komponenten. Zudem bieten wir die Möglichkeit an, sich Datenflüsse generieren zu lassen, grafische Datenflüsse. Hier sehen Sie für welche Objekttypen, also wirklich für sehr, sehr viele Objekttypen. Das alles ist auch über das Kontextmenü möglich. Sie können hier einstellen, welche Ansichten Sie haben möchten, die Netzwerkansicht oder die Baumstruktur. Und anschließend werden solche Datenflüsse generiert. Wie Sie sehen, kann man auch noch weitere Informationen hinzuladen. Das heißt, beispielsweise durch einen Lookup-Scan kann ich nochmal herausfinden, wo eventuell bestimmte Informationen außerhalb des Datenflusses hinzugeladen werden, durch beispielsweise irgendwelche Start- und Endroutinen. Ich kann auch mir die DTPs anzeigen lassen, um vielleicht irgendwelche Selektionen mir direkt vorab hier anzeigen zu lassen, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Oder gibt es noch die Datenflüsse nicht nur für die BW-Komponente, sondern auch für HANA und für ABAP CDS Data Definitions, wie man hier sehen kann. Das heißt, es ist auch komponentenübergreifend in dem Fall. Wir haben auch sehr viele Impact- und Mapping-Analysen, die wir anbieten. Das heißt, wenn man der Fachabteilung beispielsweise erklären möchte, wie bestimmte Informationen bis zum Bericht verarbeitet wurden, dann ist es hilfreich, sich einfach einen Überblick zu verschaffen über das Mapping eines Info-Providers bis zur Datenquelle inklusive der Felder aus dem Quellsystem. Und das ist zum Beispiel möglich mit Data Lineage, mit unserer Funktion Data Lineage. Auch hier habe ich ein Webinar gehalten und Sie finden auch sehr viele Informationen auch hier wieder in unserem User Manual. Gleichzeitig will man vielleicht auch beispielsweise wechselseitige Abhängigkeiten ermitteln. Bevor man zum Beispiel einen Change Request durchführt oder ein Objekt löscht, möchte man eventuell mögliche Referenzen kennen auf das zu löschende Objekt. Und dafür ist natürlich der Verwendungsnachweis sehr hilfreich, den wir auch anbieten oder zum Beispiel der ABAP-Scan. Hier sehen wir den Verwendungsnachweis, das heißt, Sie haben wirklich die Möglichkeit, Objekte auszuwählen und dann zu sehen, wo diese Objekte zum Beispiel verwendet werden, in welchen anderen Objekten. Hier ist auch möglich, im Coding wirklich nachzuschauen, wo sie im Coding verwendet werden oder wo beispielsweise eine Query, in welchen Lumira-Berichten sie verwendet wird. Es ist auch möglich, diesen ABAP-Scan durchzuführen, sodass Sie auch wirklich nochmal auf Code-Ebene, dass Sie das anschauen können. Ich würde jetzt nochmal mit Housekeeping weitermachen. Natürlich Housekeeping ein wichtiges Thema, wenn Sie Ihr System aufräumen möchten und wenn es historisch gewachsen ist, dann ist es teilweise wirklich sehr schwierig und das System kann wirklich sehr komplex werden. Und wir versuchen mit Hilfe dieser Funktion, die Sie hier sehen, das sind wirklich sehr viele Funktionen, und mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, Objekte zu identifizieren, die Sie ohne weitere Bedenken löschen können. Seien es beispielsweise Objekte, die inaktiv sind oder Info-Objects, die nicht verwendet werden oder eventuell Objekte, die einen identischen technischen Namen haben. Das kann gerade bei der Query passieren. Oder wenn Sie beispielsweise Objekte sich Info-Provider anzeigen lassen möchten, die nicht in einem Datenfluss verwendet werden. All das können Sie mit den Funktionen im Lookup Performer durchführen. Und sinnvoll wäre es, dass
natürlich im Produktivsystem zu machen. Und die Herangehensweise wäre dann die, dass sie zunächst einmal im Doku-Performer die ihre jeweiligen Systeme untersuchen. Denn all das ist nicht nur für das BW-System möglich. Es gibt auch Funktionen für HANA und BO. Anschließend finden sie beispielsweise Objekte, die eventuell gelöscht werden können. Sie können bestimmte wechselseitige Abhängigkeiten identifizieren. Und wenn Sie dann sagen, okay, im Doku-Performer habe ich jetzt identifiziert, diese Objekte sind irrelevant, können Sie, wenn diese Objekte keine Berechtigung haben, dann können Sie diese dann auch im SAP-System löschen. Das zum Thema Analyse. Auch hier der Hinweis zum Thema Housekeeping habe ich auch ein Webinar gehalten, auch wieder auffindbar auf unserem YouTube-Kanal. In den letzten 10 Minuten würde ich Ihnen gerne noch zwei weitere Tools zeigen. Zunächst einmal das Migration Tool. Damit würde ich gerne starten. Das Migration Tool hat verschiedene Anwendungsbereiche. Zum Beispiel auch hier wieder, wenn Sie Ihr System aufräumen möchten. Oder wenn Sie beispielsweise Business Content in Ihr eigenen Namensraum bringen möchten. Wenn Sie Ihre verschiedene oder mehrere Systeme konsolidieren wollen auf ein neues System. Und ein wichtiges Thema ist natürlich hier, wenn Sie in naher Zukunft eine Migration zu BW on HANA oder BW vor HANA planen. Genau, natürlich ein wichtiges Thema auch dann das Kopieren von BW-Queries. Das macht keinen Spaß, das Erstellen macht keinen Spaß, das Testen anschließend macht auch keinen Spaß. Und auch das funktioniert sehr einfach mit dem Migration-Tool. Dann schauen wir uns mal kurz den Ansatz an. Zunächst einmal haben wir zum Beispiel auf der linken Seite ein altes BW-System. Die Objekte dieses BW-Systems können Sie anschließend in das Migration-Tool laden, in ein Projekt, das Sie im Migration-Tool erstellen. Die Objekte können Sie direkt beim Laden in ein Projekt umwandeln, in BW4HANA-Objekte, das heißt InfoCubes und ODSOs, zu einem ADSO und Multiprovider in ein HANA-Composite-Provider. Anschließend können Sie auch sagen, dass die Namenskonventionen berücksichtigt werden, die Sie vorab als Excel integrieren können, das Migration Tool. Das heißt, Sie können die Objekte auch anpassen oder einen neuen Namensraum bringen. Und zu guter Letzt können Sie die Objekte exportieren in Ihr BW4HANA-System. Schauen wir uns mal kurz an, anhand von Screenshots, wie das im Doku-Performer aussieht. Das heißt, zunächst einmal, hier handelt es sich um den Import, das heißt, die BW-Objekte können samt abhängiger Objekte in beliebiger Tiefe in das Tool importiert werden. Hier, das, was ich vorhin erwähnt habe, können Sie den Namensraum ändern oder Sie können ihn auch erstmal so lassen und wie schon gesagt, eine Excel-Tabelle hinzufügen, sodass die Objekte beim Import in das Tool direkt schon den Namen, dass der Name direkt verändert wird, basierend auf diesen Namenskonventionen, die Sie vorab definiert haben. Und hier können Sie auch einstellen, dass die Objekte importiert werden als BW4HANA-Objekte. Das heißt, dieser Multiprovider samt der Part-Provider wird dann umgewandelt in BW4HANA-Objekttypen. Anschließend haben Sie hier die Möglichkeit, auch die Info-Objects, die ja auch berücksichtigt werden, umzubenennen und dann auch in einen bestimmten Namensraum zu bringen. Das ist auch sehr einfach, weil Sie das hier massenhaft durchführen können mit verschiedenen Regeln, die Sie hier einstellen, dass zum Beispiel der Präfix X sein soll und dann können Sie das alles applyen und dann wird das auch alles relativ schnell durchgeführt. Wenn Sie dann durch sind, wenn Sie dann fertig sind mit der Justierung Ihrer Objekte, können Sie den Export selbst durchführen. Das heißt, die neuen BW4HANA-Objekte können Sie hier in den Arbeitsbereich ziehen, können dann noch eine Info-Areas auswählen für die Info-Objects und für die Info-Provider und können dann anschließend den Export starten. Die Objekte werden dann im Zielsystem angelegt, automatisch und auch in einer sinnvollen Reihenfolge aktiviert, sodass es auch wirklich nicht zu Inkonsistenzen führen kann. Das vermeiden wir auf jeden Fall und das vermeiden wir vor allem auch mit diesem Check-X-Export, wo wir wirklich nochmal prüfen, ob das Anlegen dieser Objekte zu möglichen Inkonsistenzen führen könnte in Ihrem System. Und das wird dann vermieden. Zu guter Letzt kann man die Queries kopieren auf eine neue Zielstruktur. Das macht, wie schon erwähnt, nicht so viel Spaß und ist ein hoher Aufwand. Mit dem Doku-Performer geht das wirklich extrem schnell. Sie wählen einfach nur eine alte Query in Ihrem alten System aus, wählen dann einen Info-Provider. Beispielsweise in unserem Fall wählen wir jetzt den HANA Composite-Provider aus, den wir angelegt haben und können diese Queries dann auf diesen Info-Provider kopieren. Und im gleichen Schritt auch die technischen Namen der enthaltenen Reporting-Elemente umbenennen, wie man hier sieht. Das heißt, alle Elemente der Query, die einen technischen Namen haben, werden hier angezeigt. Sie können umbenannt werden und durch Start Creation werden diese dann angelegt. Genau, ein wichtiger Hinweis hier noch, diese Excel, die ich vorab beschrieben habe, diese Namenskonvention, die Sie pflegen können, werden auch
dynamisch gefüllt. Das heißt, wenn Sie Umbenennung durchführen im DokuPerformer, wird auch diese Liste befüllt. Und wenn dann ein Objekt kommt, das ähnlich heißt, dann schlagen wir diesen Namen direkt auch vor. Das heißt, es ist auch relativ intelligent. Kommen wir mal kurz zu den Vorteilen. Es ist wirklich eine einfache Zusammenarbeit, weil es in Projekten gegliedert ist. Sie können mit Ihren Kollegen zusammen diese Migration durchführen und Objekte umbenennen. Das ist ziemlich einfach, weil es in Projekten gegliedert ist. Sie können Ihre Namenskonvention berücksichtigen, die Sie geplant haben für Ihre Migration durch die Excel-Tabelle, die ich erwähnt habe. Es findet eine intelligente Wiederverwendung statt. Das heißt, Info-Objects, die vorab schon importiert wurden, werden dann einfach wiederverwendet. Die müssen Sie nicht nochmal umbenennen, sondern die Umbenennung findet dann einmalig statt. Der Export ist automatisiert und wie schon erwähnt, werden die Objekte in einer logischen Reihenfolge angelegt, sodass alles schön konsistent ist in Ihrem neuen System. Und selbstverständlich ein Vorteil, der immer auftritt, wenn man auf Automatisierung setzt, menschliches Versagen wird ausgeschlossen. Das heißt, dadurch, dass alles automatisiert stattfindet, schleichen sich keine Fehler ein in Ihr Migrationsprojekt. Das zur Migration. Kommen wir nun zu unserem letzten Tool, nämlich Translations. Translations ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie Ihr BW-System in mehreren Sprachen pflegen und in mehreren Sprachen nutzen. Und das Problem ist, wenn das System dann komplex ist und nach vielen Jahren wächst, ist es häufig so, dass man eine Sprache von den Beschreibungen, also irgendwelche Beschreibungen in einer bestimmten Sprache, eher nicht gut gepflegt hat. Und das führt dazu, dass es nicht ganz vollständig ist, dass Sie bestimmte Beschreibungen zum Beispiel haben, die zwar Objektbeschreibungen haben, die zwar im Deutschen gepflegt wurden, im Englischen aber nicht. Und wenn Sie dann zum Beispiel Ihre Entwicklung outsourcen wollen, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Objektbeschreibungen auch auf Englisch gepflegt sind. Und hier kommen die Übersetzungen ins Spiel, die notwendig sind. Und das große Problem ist dann, dass man natürlich sehr viele Schwierigkeiten hat, wenn man es manuell machen möchte. Vor allem, weil man sich mehrfach anmelden muss, in Eclipse beispielsweise oder in der SAP-GUI mehrfach anmelden muss in der jeweiligen Sprache. Man muss natürlich auch alle Stellen und Objekte finden, an denen noch keine Beschreibungen gepflegt sind. Das ist auch nicht zu unterschätzen, diese Konsolidierung. Man muss es natürlich für jede Sprache machen. Anschließend eine weitere Schwierigkeit ist die, dass man die Elemente von den Info-Providern und Queries identifizieren muss. Und man muss gleichzeitig gucken, ob die enthaltenen Info-Objects gegebenenfalls Info-Provider, Info-Object oder Navigation-Attribute spezifisch sind. Das heißt, wo diese Beschreibung liegt, auf welchem Level. Und man muss natürlich dann das Ursprungsobjekt quasi finden, damit es auch alles schön einheitlich ist. Ich möchte Ihnen ganz schnell noch zeigen, wie das aussieht im DokuPerformer Translations. Hierfür öffne ich nochmal den DokuPerformer. Das heißt, Sie haben hier wirklich die Möglichkeit, bei Translations Objekttypen auszuwählen, die Sie übersetzen möchten. Wenn es beispielsweise jetzt das Info-Object sind, Sie können einen Namensraum eingeben hier, der für Sie relevant ist. Machen wir mal so. Das alles laden. Können die Objekte reinziehen in den Arbeitsbereich. Und dann werden Ihnen schon die Beschreibungen in verschiedenen Sprachen angezeigt. Das Schöne ist, Sie können auch ein Wörterbuch erstellen, wie ich es hier gemacht habe. Und anschließend werden Ihnen die Beschreibungen, die vorgeschlagen, wie für Sie notwendig sind. Sie können das alles dann nochmal applyen und einfach dann updaten und dann wird das in Ihr SAP-System geschrieben. Wie vorab erwähnt, haben Sie auch die Möglichkeit, Queries hinzuzuladen beispielsweise oder ADSOs und können sich auch die abhängigen Objekte anzeigen lassen. Auch hier der Verweis auf unser Webinar, Translations-Webinar. Sie finden das dann auch wieder, Informationen im User-Manual oder auf unserem YouTube-Kanal. Gut, die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen möchte ich nochmal ganz kurz zu den Vorteilen kommen. Das heißt, es ist wirklich sehr komfortabel, Translations. Sie können, wie Sie gesehen haben, Objekte in den Arbeitsbereich laden. Es ist intelligent, weil wir die richtigen Stellen erkennen. Sie können auch diesen Arbeitsbereich mit den Objekten exportieren als Excel, anschließend diese Beschreibung übersetzen lassen und wieder zurück importieren in den DokuPerformer. Sie können das Wörterbuch auch exportieren als Excel und dann wieder importieren. Also all das, man kann also quasi die Beschreibung auch außerhalb von Translations pflegen und dann wieder integrieren in Translations, sodass diese auch berücksichtigt werden. Und es ist sehr einfach, wie Sie gesehen haben. Es ist eine einfache Handhabung per Drag and Drop. Einfach ein paar Beschreibungen eingeben. Und das
Ist es auch sehr einfach, das ins SAP-System zu schreiben. Plus, Sie können es auf einen Transportauftrag sofort schreiben, sodass Sie es sofort ins Produktivsystem transportieren können. Hier sehen Sie noch einmal ganz kurz aus der Vogelperspektive nochmal schön übersichtlich die Produkte, die ich Ihnen präsentiert habe, die Tools, die Dokumentation, die Analyse, Translations und Migration nochmal schön zusammengefasst, auch die Kernfunktion nochmal zusammengefasst dieser Tools. Und ich komme nochmal ganz kurz auf unser Service zu sprechen. Falls ich für den DokuPerformer entscheide für die Tools, haben Sie die Möglichkeit, das 2 Monate zu testen. Sie können jederzeit Ihre Tools nachlizenzieren. Dreimal pro Jahr gibt es Updates, ein Major Release und es gibt auch dazwischen ein Ongoing Bugfix Release, wo wir noch bestimmte Fehler, die auch gemeldet werden, nochmal fixen. Und wichtig, das habe ich schon einmal erwähnt, wir berücksichtigen auch das Feedback von unseren Kunden. Wir bieten auch viel Support an, das heißt, wir haben ein Helpdesk, wo Sie Ihre Bugs melden können, aber wo Sie auch Feature-Requests anlegen können. Wir bieten Schulungen an, zahlreiche Tutorials auf unserem YouTube-Kanal, ein User-Manual, eine Knowledge-Base und viele weitere Anleitungen und Beispiele. Genau, wenn jetzt irgendwelche Tools dabei waren, wenn Sie jetzt Bestandskunde sind und irgendwelche Tools dabei waren, die Sie vorab nicht kannten oder wenn Sie einfach nur sich interessieren für die Tools und noch nicht den DokuPerformer nutzen, dann können Sie gerne noch ein individuelles Webinar mit uns vereinbaren. Wir können dann nochmal wirklich auf Ihre Anforderungen eingehen und Ihnen nochmal wirklich nochmal gezielt zeigen, wie wir Sie dort unterstützen können. Sie haben dann die Möglichkeit, Analyse, Dokumentation 60 Tage zu testen und Translations sowie Migration 7 Tage zu testen. Auch wirklich unverbindlich und auch alle Funktionalitäten, also den vollen Funktionsumfang. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir Sie einfach besuchen können, wenn wir Ihnen nochmal vor Ort den DokuPerformer präsentieren können und all die anderen Tools, die wir anbieten, dann noch mehr auf Ihre Probleme, eventuellen Probleme eingehen können und wie wir Sie unterstützen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt wirklich mal ganz kurz in einem sehr hohen Tempo durchgegangen durch die verschiedenen Tools, die wir haben und Ihnen schon mal einen ersten kleinen Überblick verschafft. Das soll wirklich nur als erster Überblick dienen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, dann habe ich Ihnen ja jetzt viele Möglichkeiten mitgeteilt, wie Sie diese bekommen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Überblick verschaffen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie bei den nächsten Webinaren in der Zukunft dabei sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.